2 türkische Liege, Halbfettmargarine 2 türkische Liege, gehackte Petersilie, Klammer auf, frisch oder TK, Klammer zu, 4 Scheiben Baguette, Meersalz, Pfeffer 300 Gramm Rettich, 3 Esslöffel Frischkäse, Klammer auf bis 1% Fett absolut, Klammer zu, 1,5 Teelöffel Wasabi-Paste, 8 Scheiben Lachsschinken, den Backofen auf 200, Klammer auf, Gasstufe 3, 18 Grad C, Klammer zu, vorheizen. Die Margarine mit IT Petersilie verrühren und die Baguette-Scheibe dünn damit bestreichen. Im Backofen auf der Löhrenschiene ca. 5 Minuten rösten. Mit Meersalz und Pfeffer würzen. Den Rettich putzen und schälen. Mit einem Sparschäler der Länge nach einige dünne Streifen abschneiden. Den Frischkäse mit dem Wasabi verrühren und den Lachsschinken mit der Creme bestreichen. Lachsschinken auf die Rettichstreifen legen, aufrollen und mit Holz feststecken. Restlichen Rettich in Scheibe schneiden, mit Salz, Pfeffer und übriger Peters würzen. Klammer zu, E4 Wasabi Schinkenröllchen mit geröstetem Baguette und Rettichscheiben auf einem Teller anrichten und